In der Schule kommt immer alles zu spät. So war es beim Abitur, da hat man gesagt, wir sind in der Digitalisierung 10 Jahre weiter, als es wirklich war. Und so war es auch bei den Klassenraumlüftern und so ist es auch bei der Verkehrswende. Schauen Sie sich doch mal die Fahrradstände auf den Schulhöfen an. Wissen Sie, was da fehlt? Steckdosen. Ja, heute kommt da jeder, also, sagt, jetzt kommst du mich auch noch abtupfen, ne? Heute kommt da fast jeder mit dem E-Bike. Ne? Einige Schüler und die Lehrer, wenn sie 2 Bücher haben, kommen die schon mit dem Lastenfahrrad. Ne? Und auch mit dem E-Bike. Ne? In der Schule, in den Klassen, am Pult fehlen mindestens 2 Steckdosen. Das einzige Netz, was wirklich funktioniert, das besteht aus den Kabeln, die durch den ganzen Klassenraum liegen. Da müssen sie aufpassen, dass sie da nicht rüberfallen. Und jetzt kommt schon die nächste Bedrohung. Haben Sie es schon gehört oder gelesen? KI. Künstliche Intelligenz, da ist sie. Ne? KI heißt nicht keine Intelligenz oder kann ich, ne? Sondern künstliche Intelligenz. Und ich sehe das ja nicht so dramatisch. Einige sagen ja, um Gottes Willen, das wird wieder wie bei Orwell furchtbar. Ne? Dann brauchen sie ja nichts mehr zu lernen. In Hollywood streiken schon die SchauspielerInnen, ne? Und die Autoren schreiben nicht mehr. Ich sehe das in der Schule praktisch. Mir ist künstliche Intelligenz lieber als ja keine. Mir ist künstliche Intelligenz lieber als echte Doofheit. Ne? Und da kommt schon das nächste Wort, ich habe es mit meinem Sohn, ich sage, hast du auch schon gehört, von ChatGPT. Sagt er, Papa, hast du nie Englisch gehabt, das heißt ChatGPT. Sag, was ist denn ein Chat? Er sagt, ein Chat ist, wenn du mit jemandem sprichst, meistens ein virtuelles Gespräch führst. Wenn Sie heute jemanden anrufen, bei einer Behörde oder bei einer Firma, führen Sie immer ein virtuelles Gespräch. Selten bekommen sie noch einen dran. Ne? Das ist so ja bei der Auskunft so, bei T-Mobile. Die haben in Deutschland nur noch einen Mitarbeiter und der sitzt in Sachsen. Ne? Wenn sie dann anrufen, ich hätte gern eine Nummer in Dortmund. Dortmund mit D? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? So am Anfang mit D, sonst hieß es ja Fortmund. Wen suchen Sie in Fortmund? Mecha, der spielt bei Borussia. Wie heißt der Vorname? Oder hm? Sag hm, mit hm, Mukoko. Oder wenn du anrufst und sagst, ich suche einen Namen, Schmitz, ist das ein Wort? Nein, ich bitte Sie, das ist ein Doppelname. Er hieß früher Itz. Hat gestern keine Sau kapiert, ne? Und sie ist eine geborene Schm. Ne? Und am besten ist, wenn sie irgendwo einen Servicedienst anrufen müssen. Also die Tage, wo man da jemanden an der Leitung kam, das ist lange her. Ne? Wenn sie eine kaputte Waschmaschine haben und rufen dann, früher nannte man das Kundendienst. Sie bekommen heute eher die Waschmaschine selbst an den Apparat als ein. Da kommt dann so eine künstliche Stimme. Ne? Sagen Sie, was haben Sie für ein Problem? Meine Waschmaschine ist kaputt. Ich wiederhole, Ihre Waschmaschine ist kaputt. Ja, genau. Was möchten Sie? Können Sie mich bitte mit dem Servicedienst verbinden? Sie möchten mit dem Servicedienst verbunden werden. Ja. Können Sie den Service bitte bewerten? Der Service ist super, aber meine Waschmaschine ist immer noch kaputt.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer kaputten Waschmaschine. Das ist ChatGPT, ne? Und das heißt ja eigentlich, da steht GPT, das kommt aus dem Lateinischen, jetzt bin ich wieder im Dienst, ne? Generare, erzeugen, generative, pre-trained, ne? Also vorher geübt, erzeugt, geübt, transformed. Also ein Sachzusammenhang, der erzeugt wird, hervorgebracht wird, trainiert wird und in einen neuen Zusammenhang gebracht wird. Wissen Sie, wie man das früher nannte? Schule. Dafür hätte man sich das Ganze eigentlich sparen können. Ne? Das ist nichts anderes als das Wissen, das von den Großeltern über die Eltern an uns weitergegeben wird. Das ist auch nichts anderes als KI. Nur wir brauchten früher dafür keine künstliche Intelligenz. Wir hatten ja auch keine Computer. Ich habe mich jetzt als IT-Beauftragter mal mit den Systemen beschäftigt. Was alle Systeme gleich haben, entweder fließt Strom oder fließt keiner. Da zieht man an 1 oder 0. Und bei uns war das früher so, wir hatten ja noch keinen Computer. Das war also 0 und zu unserer Schulzeit so, ja, 3 mal 0. Nee, das wissen wir nicht mehr, und bestimmt nicht mehr, denn das haben wir nicht studiert. Denn wir waren weder Lehrer, welch in der Klasse, da haben wir so jetzt nicht gelehrt. 3 mal 0 ist 0, blieb 0, denn wir waren in der Kajas in der Schule. 3 mal 0 ist 0, blieb 0, denn wir waren in der Kajas in der Schule.